Herzlich willkommen zum Konjunktur- und Kapitalmarktausblick der Helaba. Mein Name ist Gertrud Traut. In 4 Wochen erscheint unser Jahresausblick Märkte und Trends. Aber jetzt im Oktober ist die Zeit für einen Rückblick. Und wir schauen auf die Szenarien und auf das Motto des Jahres 2021. Und Sie sehen, für das Jahr 2021 hatten wir auch noch eine Publikation. Wir werden für das Folgejahr kein Druckexemplar mehr haben, aus Nachhaltigkeitsgründen. Aber seien Sie gespannt auf unsere Webseite, die wird umso spannender. Diejenigen, die unseren Konjunktur- und Kapitalmarktausblick für das Jahr nicht kennen, wissen vielleicht nicht, dass wir immer 3 Szenarien haben und ein Motto. Und das Motto für das Jahr 2021 lag auf der Hand, denn die Zeiten waren unsicher und in unsicheren Zeiten muss man sich ja fragen, wer führt uns in die Zukunft. Und wir schauen mal zurück. Das war der globale Unsicherheitsindex vor einem Jahr. Und wir haben 3 Figuren erfunden für unsere 3 Szenarien. Ein Negativszenario, der Poltergeist, ganz klar, viel Unsicherheit. Die Figur hätte uns in die Krise zurückgeführt und alles noch viel schlimmer gemacht. Kein Impfstoff, noch mehr Mutationen, Protektionismus, Nationalismus. Und Sie sehen, es ist gut gegangen. Die Unsicherheit ist zurückgegangen und sie ist sogar teilweise noch mehr zurückgegangen als im Hauptszenario der Nanny. Im Positivszenario Avatar spielen strukturelle Veränderungen eine große Rolle, nämlich die Digitalisierung. Und dieses Szenario wurde auch in diesem Jahr am Aktienmarkt sehr oft als Thema gespielt. Aber Sie sehen, wir sind irgendwo dazwischen und wir bleiben oder sind das ganze Jahr im Hauptszenario Nanny geblieben. Warum Nanny? Aus medizinischen Gründen, um die Bevölkerung zu schützen, gab es Restriktionen, es gab Maskenpflicht, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen und vieles mehr. Zur Unterstützung, damit wir unser Verhalten ändern, Fürsorge, Kurzarbeitergeld, Bürgschaften, Soforthilfen, Überbrückungshilfen und all das hat die Wirtschaft unterstützt, während das die Wirtschaft behindert hat. Denn die Restriktionen hier gemessen an dem Stringency Index für die europäischen Länder, man sieht, sehr stark angestiegen Anfang letzten Jahres, dann leichte Erholung und auch in diesem Jahr noch relativ viel Restriktionen. Das sind Behinderungen für die Wirtschaft. Hier übrigens nochmal die Infektionszahlen und hier der Stand zum Jahresanfang. Und wir sehen, es gibt immer noch Restriktionen. Wir warten darauf, dass wir unsere Freiheit vollkommen zurückbekommen. Die Unterstützungen waren massiv, wie nie dagewesen. Verschuldung in einem Ausmaß, wie man sich das kaum vorstellen konnte. Und neue Instrumente, nämlich eine neue EU-Fazilität. Und die wirkt in die nächsten Jahre noch hinein, bis ins Jahr 2023. Sehr viel Geld für die europäischen Länder, das heißt noch mehr Nachfrage. Also Wachstum durch die Konjunkturprogramme und deswegen überrascht es natürlich auch nicht, dass die Weltwirtschaft sich sehr schnell erholt hat. Und jetzt vergleichen wir mal unsere Prognosen. Das war die Grafik, die ich im letzten Jahr gezeigt habe. Unsere Prognosen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wenn wir mal in die Details schauen, nach dem Einbruch eine relativ schnelle Erholung. Und jetzt, das ist tatsächlich passiert. Gewisse Einbrüche, also wieder eine Delle. Und diese Delle resultiert größtenteils aus der Übernachfrage. Und die Übernachfrage heißt nichts anderes als das Angebot mit diesen enormen Nachfrageimpulsen nicht mithalten kann. Und deswegen ist das Wachstum nicht ganz so stark, wie wir vormals angenommen haben. In den USA ist das Wachstum deutlich dynamischer, als wir erwartet hatten. Noch größere Konjunkturpakete und die USA hängt mehr am Dienstleistungssektor. Also da ist es nicht ganz so relevant, dass
Semiconductor, also Halbleiter und Ähnliches fehlen. Da sind es eher die Restaurants, Fitnessstudios, Theater und Ähnlichen, also Dienstleistungen, die wieder laufen. Hier mal ein kleiner Blick auf das Jahr 2022, aber zu viel will ich da noch nicht verraten. Das kommt dann in 4 Wochen. Die Unsicherheit haben wir auch gesehen. Die Sparquote war sehr stark nach oben gegangen. So, was ist tatsächlich passiert? Die Sparquote ging zurück, sehr zyklisch, nicht ganz so stark, wie wir erwartet haben. Das heißt aber nichts anderes. Es ist noch viel Geld bei den Haushalten da, was mit hoher Wahrscheinlichkeit, schon wieder ein kleiner Hinweis auf 22, dann auch für 22 noch zur Verfügung steht. Und das große Thema des Jahres 21. Aus meiner Sicht das große strukturelle Thema, auf das wir uns einstellen müssen. Das ist eine Veränderung bei der Inflation. Und ich hatte im letzten Jahr diese Grafik gezeigt, die Entwicklung der Inflationsrate und die Entwicklung der Geldmenge, der Geldmengenentwicklung. Und da war noch nichts zu sehen, aber die monetäre Ausweitung war schon da. Die Inflation noch sehr schwach. Und jetzt schauen Sie mal ein Jahr später. Dieser Ansprung in der Eurozone. Und die Inflation ist nicht nur ein europäisches Thema. Es ist ein Thema, was wir weltweit sehen. Wir sehen in allen Ländern einen Anstieg der Inflation. Also es hängt nicht nur an der Mehrwertsteuererhöhung oder an der CO2-Abgabe, die wir in Deutschland haben. Also eine strukturelle Veränderung, Inflation als großes Thema. Und mehr dazu auch in 4 Wochen in unserem nächsten Jahresausblick. Die Vermögensklassen. Rohstoffe, Rohöl, sehr stark angestiegen. Das hatten wir erwartet, nicht ganz so stark. Wir hatten den Rohölpreis auf über 60 Dollar pro Barrel erwartet. Jetzt ist er in die Region von 80. Also die Nachfragepakete sind noch größer geworden. Also noch größere Nachfrage. Der Aktienmarkt hat sich gut entwickelt, da gehe ich gleich drauf nochmal ein. Renten und Gold relativ wenig und bei Immobilien hängt es an den Assetklassen. Zinsen, aus unserer Sicht ein einfaches Jahr. Sie sehen den Unterschied des Pfeils, das ist die Prognose und die tatsächliche Entwicklung bei der Bilanzsumme. Also Glückwunsch an den Zinsanalysten, sehr gut, fast punktgenau prognostiziert. Und das Gleiche sieht man hier unten, den Verlauf der Zinsen punktgenau prognostiziert. Die Notenbank hat die Risikoprämien gering gehalten. Das sieht sie auch eine wichtige Aufgabe drin. Auch das ist gelaufen wie erwartet. Wohnen, Wohnimmobilien wie erwartet weitergelaufen, Büroimmobilien tendenziell seitwärts und Einzelhandelsimmobilien weiter nach unten. Auch das keine große Überraschung. Der Aktienmarkt entwickelte sich noch besser, als wir erwartet hatten. In unserem Basisszenario hatten wir einen Anstieg bis über 14.000 erwartet. Der DAX ist sogar bis auf 16.000 gegangen, aber Sie sehen, er korrigiert gerade. Und das liegt daran, dass das unser positives Szenario wäre. Aber da müssten die Rahmenbedingungen noch besser sein. Da müssten wir weiter sein in der Digitalisierung. Und deswegen ist die Korrektur, die gerade im Gange ist, normal und passt in dieses Jahr. Zum Jahresende sollte der DAX bei 14.500 stehen. Und dann wäre das immer noch eine schöne Performance. Die Belastung kommt von der hohen Bewertung. Die ist bei uns nicht mehr ganz so ausgeprägt. Wir sind fast schon im fairen Bereich, aber in den USA und in der Eurozone ist die Bewertung noch hoch. Also noch Vorsicht an der Bahnsteigkante. Das waren die Assetklassen, wo wir toll prognostiziert haben, aber wir haben auch nicht alles punktgenau geschafft. Beim Dollar hatten wir erwartet, dass er schwächer geht und der Euro stärker. Das ist nicht eingetreten. Und wir hatten auch erwartet, dass Gold noch ein bisschen läuft. Das ist auch nicht eingetreten. Und der Grund ist ziemlich einfach, denn das US-Wachstum hatten wir unterschätzt, das Wachstum in der Eurozone überschätzt. Das hat wiederum Auswirkungen auf das Verhältnis von USA zur Eurozone, also Dollar stärker und damit unmittelbar gekoppelt ist der Goldpreis. Also in diesem Bereich haben wir nicht ganz richtig gelegen. Das war der Überblick. Also die Zinsen richtig prognostiziert, den DAX, Gold etwas
zu optimistisch prognostiziert, Wohnimmobilien richtig und Euro nicht ganz passend. Die Alternativszenarien sind nicht eingetreten. Darüber sind wir sehr froh. Und jetzt wird es spannend. Am 23. November werde ich den neuen Jahresausblick vorstellen mit wieder drei Szenarien und mit wieder drei oder und mit wieder einem Motto. Und bleiben Sie dran, seien Sie gespannt auf unseren Ausblick Konjunktur- und Kapitalmärkte 2022.